So, willkommen zurück zu Expedition Zero. Und was wollte ich gesagt haben? Wir wollten nochmal das mit dem Gerätchen ausprobieren, was ja so toll funktioniert hier nämlich gar nicht. 24,2. 22,46. Wenn ich mich umdrehe, passiert nichts, bleibt er ja so, ne? So, wenn ich jetzt in die Richtung gehe. 22,14. 20,36. 22,81. 22. Oder ist es unterirdisch? Müssen wir irgendwie gucken, dass wir den. Warte mal. Kann es sein, dass es unterirdisch ist? Kann es sein, dass wir. Batteriemodul, lalalala. Wir wollten doch. Warte mal. Ich glaube, oh, warte mal, ich muss mal eben hier das Kabel so ein bisschen besser organisieren. So, damit das hier, damit ich mit der Maus ein bisschen besser agieren kann. Spannungsregler, okay. Vielleicht kriegen wir ja den Fahrstuhl zum Laufen in dem Bunker. Vielleicht ist ja da unten die Anomalie. Weil das scheint ja irgendwie hier in diesem Bereich zu sein. Wir müssen mal gucken, was wir dafür nochmal brauchen. Kunststoff, lalalala. Da müssen wir uns irgendwie auf die Suche begeben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, keine Ahnung. Ich finde es ganz cool, dass man halt einerseits so ein bisschen völlig lost ist, weil so ist das ja auch in echt, dass du einfach vielleicht von irgendwie in so einer Apokalypse vielleicht so eine Aufgabe kriegst und da musst du dich selbst rumkümmern. Andererseits finde ich aber auch schön, wenn man vielleicht ein bisschen an die Hand genommen wird. Das wäre vielleicht ganz cool. Vielleicht bin ich auch einfach wieder zu blöd gerade. Genau, das geht nicht auf, so scheint keinen Strom zu haben. Wir brauchen eine Sicherung, ein Sicherungsmodul. Eine Leiter... Oh, eine Leiterplatte. Das mit dem Kabel ist ein bisschen blöd. So. Ich hasse Maus mit Kabel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ein Sicherungsmodul. Wir müssen also ein Sicherungsmodul finden. Theoretischerweise können wir ja auch einfach wieder zurück nach Hause, die Sachen lagern und dann wieder hierhin zurück, ne? Ernsthaft? Jetzt. Der kommt jetzt. Genau in dem Moment jetzt kommt er. Genau jetzt, gerade in diesem Moment, will er mir sagen, dass er am Baum hängt, ja? Ich meine aber, wir hatten so ein Sicherungsmodul gefunden. Nein. Das war die Richtung. Ich hoffe, wir kommen dahin, wo ich hin will und möchte. Ja. Ich meine, wir hatten das schon gefunden, oder? Zeigt das Gerät denn hier auch wieder die Richtung an? Also zurück. 81. Na? 100. Ja, es wird mehr, ne? Okay. Ich mach mal ein Feuerchen. War das hier, wo wir das gefunden haben und nicht mitnehmen konnten? Nur zur Sicherheit, ne? Irgendwo konnten wir was nicht mitnehmen. Das weiß ich noch. Kabel ist auch schön. Ein Sicherungsmodul. Elektromotor. Okay, ist nichts drin. Gott sei Dank lässt er uns jetzt in Ruhe, der Typ. Ich sehe nichts. Wir waren hier auf dem Weg und da war irgendwas gewesen, was wir nicht mitnehmen konnten. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, was das war. Oder war das hier irgendwo?
Spannungsregler. 2. Ich glaube, das war das gewesen, ne? Ich glaube, der Spannungsregler war das gewesen. So, Feuerchen machen. Vielleicht ganz gut. Ah, schön. So, gucken, ob wir irgendwo ein Sicherungsmodul herbekommen. Hm. Ob man später auch noch andere Waffen bekommt? Wer weiß, wer weiß. Fragen über Fragen. Wo waren wir denn noch nicht? Alter, die Karte ist aber auch verdammt riesig, ne? Muss man einfach so sagen. Ich guck mal. Ah, 100. Vielleicht mal hier die Abzweigung nehmen. Oh nein, er kommt schon wieder, ne? Ich höre ihn, aber ich... Wo ist er? Da. Nee. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Alter, das ist so creepy. Hey, was ist das denn da hinten? Ein Zombie. So, den haben wir. Hör auf nachzuladen. Kinderzeltlager entdeckt. Ja, das ist ja ganz toll. Da freue ich mich ja. Erstmal hier Heizung anmachen. So. Heizungsmäher. Gib mir die Heizung her. So. Schrauben nehme ich mit und Kunststoff. Batterie brauchen wir nicht. Haben wir. Alles durchsuchen. Ich wusste gar nicht, dass Kinderlager hier so eine Notfallstation haben. Oder so einen Generator einfach mal im Zelt. Gut, bei solchen Temperaturen vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Kabel. Hier wäre sogar tatsächlich auch nochmal eine Axt gewesen. Holzhacken? Nee. Was ist das hier? Kleiner Koffer. Wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Würde die ganzen Zelte mal durchsuchen. Da liegt Munition, ich sehe es. Können wir gut gebrauchen. Kehr. Alter. Er ist nervig. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Was ist das hier? Ich dachte, das funktioniert. Ich dachte, man könnte hier einfach ein Schloss aufschießen und man hätte... Naja, gut, Wasser ist relativ, ne? Hm. So. Sollte ein bisschen sparsamer Kreissäge durchsuchen. Lachend in eine Kreissäge rennen. Drucker. Batteriemodul können wir nochmal bauen. Das brauchen wir aber nicht. Metall, kleine Tasche, nehmen wir alles mit. Unser Inventar ist schon wieder voll. So. Wir müssten... in die Richtung mal. Ich heiz mich nochmal auf. Ich hoffe, wir werden da irgendwie fündig. Weil die Karte scheint ja doch ein bisschen größer zu sein. Durch den Wald ist mir kalt. Boah, das sieht echt aus wie im Horrorfilm, ne? Alter Schwede. Holy fuck. Also der Wald, muss ich sagen, mit der Taschenlampe, mit dem Schnee, sieht schon verdammt gruselig aus. Ich habe auch gerade ein bisschen Schiss, hier durchzugehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß, dass der zwischendurch in den Bäumen hängt, ja, der unser Fledermaus Willi. Oder wie auch immer er heißen mag, ich habe keine Ahnung. Hier muss doch jetzt ein Weg kommen, oder? Ich hänge. Ja, hier. Moin. Okay, zwei Handys, dann ist er weg. Elektro. Nice. Neuen Ort entdeckt, verlassene Farm. Sehr schön. Aha, was ist das denn? Hochladen, Kruzifix. Das war interessant, danke. Okay, das reicht anscheinend immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen immer noch Proben finden.
Mini-Ofen, Kabel, Metall. Können wir mitnehmen? Ja, können wir. Okay. Gut. Haben wir das auch? Hier können wir uns wieder aufwärmen. Das machen wir direkt mal. Damit wir nicht erfrieren. Okay, es klappt also auch so. Wir sollten einfach vielleicht die Orte einfach absuchen. Dann werden wir fündig mit unseren Sachen. Weil dem Teil traue ich nicht einen Meter, was wir dabei haben. Und hier können wir unsere Taschenlampe aufladen. Das ist ja supi. Das sieht aus wie ein Drucker wieder. So, geht die auf... Ich habe schon gehört, dass der da ist. Das ist ein Drucker. Kann er was anderes drucken? Wärmetauschmodul. Ein weiterer Anzug-Upgrade, das Körperbewegung und Körperwärme in Strom umwandelt. So verbraucht der Träger allerdings auch mehr Kalorien. Okay, was brauchen wir dafür? Schrott, ne? Stellen wir her. So, nice. Haben wir. Ist gar nicht mehr so schlecht, ne? So, ich will mich mal aufwärmen. Das heißt, wir haben jetzt ein Anzug-Upgrade. Das ist natürlich super praktisch. Heißt das, wir verbrauchen jetzt auch weniger Wärme dann? Erweitertes Upgrade-Modul für den Anzug. Das körperliche Aktivität in speicherbare Energie umwandeln. Ach so, das... Okay, wir kriegen quasi Energie. Ah, ich verstehe, die Batterie lädt sich dann auch automatisch auf. Das ist natürlich super. So, wo müssen wir denn als nächstes nochmal hin? Die Richtung würde ich mal gehen wollen. Ja, hier so. Die Richtung sieht gut aus. Mal gucken wir mal. Was ist das denn hier? Ist das Wasser? Da ist ein Spalt in der Welt. Da ist ein Spalt in der Welt. Da kommen wir gar nicht lang. Aber hier, wo geht's denn hier hin? Oh, Alter. Okay. Gasmaske vielleicht aufsetzen? Aber hier kommen wir nicht lang. Oder? Also ich habe die Gasmaske auf. Jetzt hustet er auch nicht mehr so. Aber wir kommen da, glaube ich, nicht lang. Das sieht aus wie ein Gebiet, wo wir noch nicht lang... Alter! Alter! Wo? Hey, wo bin ich? Hilfe, ich sehe nichts. Wo ist er? Nein, Alter! Warte mal, Medizin nehmen. Wie nehme ich das? Konsumieren. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Fuck. Nein, fuck. Ich muss... Die Alter! Aua! Alter, Bruder, ich muss los. Bruder, ich muss los. So. Ich muss sie irgendwie weg. Fuck, Alter. Nein, ich muss irgendwie die Richtung. Scheiße. Ein Kompass wäre nice. Oh, der geht mir auf den Sack. Fuck, wo bin ich denn jetzt hier, Mann? Ohne Taschenlampe ist auch blöd, ne? Ich komme nicht weg. Wo ist er denn? Hilfe! Hilfe! Kann mir jemand helfen? Nein, ich verzwecke mich hier. Warte, ich muss... Die Richtung muss ich irgendwie... Aber da komme ich gar nicht lang. Das ist ja blöd. Hä? Warte mal, wie komme ich denn da hin wieder? Scheiße, wenn ich jetzt erfriere, ne? Ich habe nicht gespeichert.
kann ich so... Warte mal, da lang? Ja, ich weiß. Ihm ist kalt. Wir sind gleich wieder da. So, hier ist jetzt ein Weg. Hier muss ein Weg sein. Aber wie komme ich jetzt... Komme ich jetzt hier wieder zu der Hütte? Fuck you! Fuck you, lass mich! Ich muss mich aufwärmen, wo ist das Feuer? Fuck, wo ist das Holz? Wo? Nein! Niemand ist wieder von uns gegangen! Ihh, was ist denn für einer? Ihh! Ja, okay, ich, puh, jetzt. Ja, ist doch gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der gespeichert hat. Uff. Okay, also da lang dürfen wir schon mal, also so querfeld ein. Das ist ja ein toller Spawn. Huch. Das ist ja ein ganz toller Spawn hier. Und er ist anscheinend auch schon wieder da. Wo ist er denn? Er ist irgendwo in einem Baumwipfel schon wieder. Der Drecksack. Da. Hat er was fallen lassen? Den Ast fallen lassen. Ernsthaft? Aua. Jetzt wird er aber aggressiv, ne? Bruder. Sind das zwei? Oder sind das mehrere? Das sind, glaube ich, mehrere, oder? Kann das sein? Aua! Alter! Du kleine Mist! Das sind zwei! Das sind zwei! Ich glaube, das sind zwei, Alter! Wollen die mich verarschen? Was machen die jetzt? Wieso? Das sind zwei! Na klar, das sind zwei. Warum denn nicht? Warum? Klar, warum denn nicht? Ich mache erstmal ein Feuerchen. Warum denn nicht? Ich mache erstmal Feuerchen. Alter. Ich setze erstmal die Gasmaske auf. Alter. Ah, zack, so. Dann konsumiere ich mal hier so ein... Was ist denn das? Zwei von den Viechern hier. Was soll denn der Kack? Erstmal Lagerfeuerchen machen. Hallo. Wo seid ihr denn? Kann ich die nicht erschießen? Habe ich den jetzt? Aber sein Freund ist noch hier. Scheiße. Okay, das ist mega weird, dass sie an den Bäumen hängen und so. Aber auch irgendwie ganz cool, muss ich... Vor allem, man hört es überall. Habe ich ihn jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hab's. Alter. Okay, puh, da gehe ich jetzt nie wieder lang. Das heißt, ich gehe jetzt zurück, wo ich hergekommen bin. Nein. Von da. Alter, die sind fies. Die sind mega fies. Puh, 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 puh. Okay, das Totem haben wir also. Den Hinweis. Das heißt, wir düsen mal zurück. Ich muss mal jetzt die Karte so ein bisschen checken. Vielleicht bleibe ich jetzt erstmal auf dem Weg. Vielleicht reise ich heute jetzt erstmal zurück oder so, oder? Erstmal zum Entspannen, zum Erholen. Ein paar Sachen vielleicht abzulegen. Wenn wir unser Schlitten ist übrigens weg, ich sehe ihn nicht mehr. Vielleicht können wir ja hier unseren Schlitten rufen oder wie auch immer. Schauen wir mal. Ah, hier. Na, guck mal. Lager. Ach, guck mal, hier können wir ja auch was platzieren. Sehe ich gerade.
Das ist ja super. So. Würde ich mal ein paar große Sachen dort platzieren. Kleine Tasche, Kanne. So ein paar kleine Sachen würde ich vielleicht behalten, wenn wir was bauen wollen wieder. Ich habe übrigens das Dings nicht gebaut, ne? Noch nicht. Das heißt, wir müssen da nochmal zurück. Das würde ich vielleicht verbraten gleich. Okay, das heißt, ich wärme mich mal eben auf. Wo war die Feuertonne? Hier. Huch, dann... Oh nein, ernsthaft? Ernsthaft? Alter! Ist dein Ernst? Really? Hallo, ich wollte hier schön gemütlich am Lagerfeuer, im Lagerfeuerlied singen. Und... Alter! Oh Gott, die werden aber ganz schön... Alter, die werden gerade ganz schön aggressiv, ne? Ich glaube, ich sollte mal abdüsen. Aua! Tschüss! Das war jetzt so meine einzige Lösung, die ich jetzt dachte. Ich reise einfach mal weg vom Bunker, zum Bunker und, Alter, ich würde sagen, ich konsumiere mal ein wenig Leben. Ja, und nach der Spannung würde ich sagen, sehen wir uns wieder in, ja, vielleicht noch eine weiteren Folge. Ich bin mir noch nicht sicher, mal gucken und, dann wird es bestimmt interessant. Ob wir noch ein paar weitere Proben finden. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.